Die Zeitungen schreiben, dass ihr eine Audienz beim Kaiser hattet. Ist das wirklich wahr? Ja. Du warst bei Kaiser Wilhelm, ja? Ja. Und wie war er? Der Kaiser hat Angst. Wie kommst du denn darauf? Konnte man sehen. Der Kaiser hat keine Angst. Vor wem denn? Vor nichts und niemandem. Freddy sagt zum Kaiser, die Herero und Nama erwarten eine Versicherung, dass seine Majestät den Frieden mit uns halten will. Eine Antwort hat ihr Kaiser uns aber nicht gegeben. So sprecht ihr mit dem Kaiser? Friedrichs Vater ist ein König. Was für ein König? Samuel Maharero, Anführer der Herero. Er hat uns zu Kaiser Wilhelm geschickt. Deshalb hast du Friedrich überredet, keinen Ärger zu machen? Damit eure Audienz nicht in Gefahr gerät? Genau. Droht denn ein Krieg bei euch? Ihr nehmt unser Land weg. So dürft ihr aber trotzdem nicht mit dem Kaiser sprechen. Warum nicht? Aus Respekt. Was ist Respekt? Etwas, was ihr offensichtlich nicht habt. Halt! Ich möchte doch eine Fotografie von dir aufnehmen. Warum? Weil dein Professor das sagt? Nein. Damit ich eine Erinnerung an dich habe, wenn du wieder weg bist. Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, es tut nicht weh. Ich habe hier eine Liste mit Fragen vorbereitet. Wir spielen und reden. Ein Gespräch, kein Studium. Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb, nicht durch genetische Veranlagung. Sagen Sie mal, lieber Hoffmann, wollen Sie sich das Leben wirklich so schwer machen? In Deutsch-Südwest droht Krieg. Ihr nehmt unser Land weg. Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen. Kalahari wird vollenden, was wir angefangen haben. Wir werden sehr viele schöne Dinge zurücklassen auf ihrer Flucht. Halten Sie das für richtig? Kennen Sie diese Frau? Lebt sie? Dies ist mein erster Krieg. Auf jeden Fall werde ich ihn für mich zu nutzen wissen. Und Sie? Wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Das hier ist der Feind! Und wir werden ihn vernichten!